Hallo liebe Leute, da mich ein paar gefragt haben, was ich denn wieder für eine Ausbildung oder Fortbildung mache, habe ich mir gedacht, ich kann die Zeit gleich nutzen, um ein bisschen was über dieses NARM zu erzählen. Also die Ausbildung, die ich gerade begonnen habe, nennt sich NARM, Neuroaffective Relational Model oder auf Deutsch neuroaffektives Beziehungsmodell. Und es handelt sich dabei um eine Form der Psychotherapie, die vor allem mit Entwicklungs- und Bindungstrauma arbeitet. Vielleicht ganz kurz der historische Hintergrund, woher das kommt. So wieder eine neue Methode, wie das halt viele vermuten oder wie es halt oft auch ist, dass immer neue Methoden sich entwickeln. Gegründet oder entwickelt hat es ein Amerikaner, ist es glaube ich, der Lawrence Heller. Und das ist nicht ganz neu, was er gemacht hat. Das ist nur die Ausrichtung irgendwie anders, wie viele andere Sachen. So die Ursprünge der, könnte man sagen, der Psychologie oder der Psychotherapie im Allgemeinen, das ist den meisten wahrscheinlich eh bekannt, hat das sozusagen aus der Medizin abgespalten und dann ein neues Feld aufgemacht. Das erste Mal eigentlich so mit Sigmund Freud, der die Psychoanalyse begründet hat und sozusagen der erste Psychotherapeut dann war. Wobei natürlich die Anfänge des Ganzen mit der Psyche zu arbeiten viel, viel weiter zurückgehen. Das heißt, das gibt es natürlich schon in indigenen Völkern mit Schamanentum etc., Medizinfrauen und solchen Sachen. Also das Prinzip gibt es schon viel länger natürlich, aber in unserer westlichen Kultur so als Beruf oder Berufung hat er das eben mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse entwickelt. Und die meisten, die verbinden mit Psychotherapie auch sofort immer Psychoanalyse. Also die meinen Psychotherapie, sie legen auf die Couch und irgendjemand grabt mit mir in meiner Vergangenheit rum. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, dass bei uns in Österreich vor allem mittlerweile über, zwar gar nicht genau, 25 verschiedene Methoden gibt in der Psychotherapie, die alle irgendwie anders sein. Aber egal, weiter im Text. Sprich, aus der Psychoanalyse heraus von Sigmund Freud haben sich dann oder hat sich dann ein Schüler von Sigmund Freud und dieser war der Wilhelm Reich, der hat angefangen und hat gesagt, es ist eigentlich nicht genug, nur über die Psyche, über die psychische Eis zu sprechen, sondern die Psyche verkörpert sich immer. Das heißt, es ist immer im Körper irgendwie präsent und der hat dann angefangen, sozusagen die erste Körperpsychotherapie, die Reichsche Therapie zu entwickeln. Und aus der heraus haben sich dann eigentlich alle anderen im Westen bekannten körperorientierten Psychotherapien entwickelt. Und die Grundlage war eben immer, dass sich die Psyche verkörpert. Es gibt ja heutzutage auch ein eigenes Forschungsgebiet, das nennt sich das Embodiment, also innerhalb der Psychologie, wo es eben darum geht, dass der Geist verkörpert ist. Das heißt also nicht, es gibt einen Geist, der macht so Sachen da oben und es gibt den Körper und die zwei haben nichts miteinander zu tun, sondern eben alle geistigen Prozesse sind verkörpert und alle körperlichen Prozesse haben Einfluss auf geistige Prozesse. Sprich, das ist eine Einheit und das eine geht nicht ohne das andere. Und wie gesagt, aus der Körperpsychotherapie von Wilhelm Reich haben sich dann ganz viele andere Methoden entwickelt. Zum Beispiel eben die bioenergetische Analyse nach Lowen und aus dem heraus parallel dazu eben auch zum Beispiel Hakomi von Ron Kurz, wo ich sehr spannend finde. Ich sehe da ganz viele Parallelen zum NARM eben auch. Dann später in weiterer Folge aus diesen Therapien heraus Somatic Experiencing zum Beispiel und andere körperorientierte Traumatherapien, auch die sensomotorische Körpertherapie, glaube ich, heißt die von Pat Ogden, eben Somatic Experiencing von Peter Levine, Core Energetics gibt es noch. Und dann in so einer dritten Welle oder vierten Welle oder halt noch später hat sich eben aus dem Ganzen auch NARM entwickelt. Und da bin ich heute bei dieser Ausbildung, habe ich jetzt eben begonnen. Und was ist vielleicht in NARM anders? NARM ist, und die Begriffe, da werde ich wahrscheinlich eigene Videos dazu machen, ich knall es einfach mal so her. NARM hat vielleicht den Unterschied zu vielen anderen, es ist nicht regressiv, es ist nicht kathartisch, es ist ressourcenorientiert, es ist nicht pathologisierend, jetzt wissen wir, was es nicht ist, und es ist körperorientiert. Was genau diese einzelnen Dinge bedeuten und wie man dann damit arbeitet, denke ich, das mache ich in den nächsten Videos, wenn ihr wieder einschaltet. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.